zumindest einmal muss man es haben. Ne? Herzlich willkommen und moin moin, liebe Leute. So, gerade einmal schnell Cosplay geupdatet. Deswegen wieder eine kleine Sekunde länger. Hier gerade schon die Information, Cosplay, neue Versionen und so weiter. Okay. Und mal gucken, ob wir jetzt das Feld Zusammenverlegungsproblem gelöst kriegen oder auch nicht. Aber ich dachte, komm, Versuch ist es dann ja nochmal wert, weil, ne, was soll's, wenn ich jetzt mal dann ist die letzte Folge für heute. Deswegen glaube ich, würde ich mit den Ballenmissionen auch gar nicht so viel groß weitermachen. Aber nicht, dass wir das da irgendwo, obwohl, na gut, solange alles verpresst ist, ist ja egal, ne? Sammeln können wir das dann noch. Müssen wir mal gucken. So. 40 Cosplay. Das hatten wir eigentlich eingestellt. Beim Kalkstreuer, oder? Oder bei ihm war das zum Beispiel. Da haben wir es gesehen. Und es geht immer noch nicht. Ach, das ist doch komisch. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich muss es, weiß ich nicht, muss Cosplay nochmal. Wieso gibt es denn auch diesen Knopf nicht mehr, dass man einfach das nochmal wieder neu durchrechnen lassen kann? Feldgrenzen neu bestimmen oder irgendwie sowas? Wie kann ich denn selber überhaupt noch Feldgrenzen aufnehmen im Cosplay? Kurseditor öffnen, bringt mir doch auch nichts. Normalerweise geht das auch. Das ist noch nie gehabt. Wieder Mod-Konflikt? Man weiß es nicht, ne? Mehr Wegflügen des Feldes, mehr Wegflügen. Komm auf die 61, das war ja egal. Das habe ich gerade eben auch schon versucht. Es war egal, auf welcher Feldseite ich war. Dann springt er um auf das andere Feld. Aber wie gesagt, habe ich so auch echt noch nicht gehabt. Also das ganze Feld nochmal neu durchflügen, ist aber auch Mist, ne? Der Flug ist schon im Hof verschwunden. Aber irgendwie hat er das nicht gewollt, so. Wäre natürlich nochmal die letzte Option, die man auch nochmal testen könnte. Weil das ist hier auch wieder eine Art, das ist ein bisschen im Testspielstand aus gerade hier, ne? Mit irgendwelchen Sachen, damit es funktioniert. Und wir haben noch viel zu viele andere Sachen zu tun. Na, mal gucken. Ist das erstmal so. Ja, zu blöd. Wie schon mal gesagt. So, machst du aus bei dir denn? Du blickst dich rüber. Ja, weil du hier so rumhampelst. So. Der Beinpresse, die kann aber erstmal weg. Geh mal weiter raus mit der Kamera. Das bringt doch auch nichts. Muss irgendwas anderes sein, Argen. Keine Ahnung was. Aber überall was drin ist. Muss es bestimmt mit der Steam-Version von LS testen, ne? Genau, die ich nicht habe. Bin auch gespannt, ob das Ändern der Verknüpfung in Animals, also in der Animals XML zum Cow Husbandry auf Mod Deer Enhanced Vehicle, Enhanced Animal System was bringt. Ich kann auch schleudern, wenn ich möchte. So, Feld 61 habe ich hier noch. So, der ist fertig. Dann wollten wir den jetzt auf 1,80 umstellen. Und nebenan. Auf 33 schicken. Irgendwie ist mein LS wahrscheinlich kaputt, ne? Vielleicht muss ich mein LS mal reparieren. Und dann funktioniert auf einmal alles wieder. Auch mit Verweisen innerhalb von, ne, Mods, Verknüpfung und hast du nicht gesehen. Was? 33.
Spat 15, genau. Erster Wegpunkt und Übergabe an Kursplay, fertig, vorüberfahren zum anderen Feld und da anfangen. So, funktioniert alles automatisch, brauchen wir nichts mehr machen. Eigentlich hatte ich ihn geklickt, ne? Vielleicht ist der Punkt wieder nicht gespeichert gewesen vom letzten Mal. Ich habe nicht einen einzigen Feldrandkurs hier eingezeichnet oder irgendwas mitgemacht. Das hat Kursplay doch eigentlich alles alleine gekannt. Kursplay scannt das doch eigentlich, oder nicht? Ja, muss ja. Kursplay scannt doch eigentlich alles. Jo, frohes Schaffen, Black Forest. Bei größerer Entfernung erkennt Kursplay als ein Feld die größere Entfernung. Das verstehe ich nicht ganz, Flori. Nee, das war doch keine Lösung. Die Tiere werden dann im Anhänger nicht geladen. Nö, neu zusammengelegte Felder kann Kursplay nicht erkennen. Komisch. Aber Felderweiterung erkennt Kursplay oder auch nicht? War das denn nur im 19er so? Ja, ich lese den Chat, was die gerade so schreiben. Man muss das neu erzeugte Feld der Randkurs selber erzeugen. Aber wie denn? Muss ich dafür muss ich nicht rundherum fahren und was aufnehmen oder wie? Meine Felderweiterung ging auch ohne Probleme. Wir sammeln das alles noch schön und stellen hier vielleicht einen schönen großen Silageballenhaufen hin, den wir dann beim nächsten Mal wegfahren. Donnerstagabend geht es dann weiter. Leider dann doch wohl noch nicht mit mehr Tieren. Das ja, scheint technisch so gar nicht so machbar sein. Zu, ne, wie auch immer, das ne, geht nicht. Ich bin auch der Meinung, das geht eigentlich, ging das schon immer automatisch. Warum es jetzt nicht geht, ich habe keine Ahnung. Denn früher war, wie gesagt, auch so ein Knopf, dass man nochmal mit Feld scannen kann, aber das war das. Ist ja auch nicht das erste Feld, was ich zusammenlege. Über die Map einzeichnen. Okay. Ja, das habe ich alles noch nie gemacht. Oh, Schaffern, danke. Ja, also vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr flügen, wa? Mal gucken, was gleich passiert, wenn wir da nochmal links, rechts nochmal vorbeiflügen. Obwohl das eigentlich jetzt wirklich auch mit der Saat ist, es ja eigentlich ein Feld, ne? Aber weiß es nicht. Ich nämlich auch nicht. Ja, wir haben keinen Feiertag, ne.
So, das glaube ich war alles an Silage von dem Feld. Ich mich jetzt gleich wieder über das andere Nerven, ne? Wenn wir jetzt erstmal die Beine hier wegsammeln. Ja, also ich werde wahrscheinlich gleich nochmal mehr fliegen, ne? Wir fliegen einfach nochmal rundherum, wir fliegen in der Mitte noch ein bisschen mehr zusammen und im Zweifel lassen wir den Standardhelfer noch fliegen. Damit das alles ein geflügtes ist, dann müssen wir halt doch noch wieder Steine sammeln. Aber haben wir noch den 2. April-Part und immer noch im April, um Mais anzupflanzen, da haben wir noch keinen Stress, das kriegen wir schon. Na gut, vielleicht fahre ich gleich rundherum nochmal mit komplett Selbsterstellen. Ich bin natürlich mittendurch mit Selbsterstellen und rundherum die eine Seite haben wir ja auch mit Selbsterstellen gemacht. Deswegen hätte ich gedacht, das reicht schon, dass er das erkennt. Aber es gibt halt wieder ein anderes Problem. Oder vielleicht auch das Problem ist, dass die gleiche Mod-Version der NF Marsh mit erweiterten Tiersystemen bei mir irgendwie nicht richtig funktioniert. Bei Recognize aber scheinbar schon richtig funktioniert. Offensichtlich habe ich das dann gesehen. Also da laufen schon Ziegen und Küken und hast du nicht gesehen rum. Und das wollen wir technisch auch soweit einbauen, umsetzen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ja. Du hättest also mehr als genug helfen können. Aber wolltest du lieber dreschen? Ne, jetzt kannst du auch mal gleich speichern und es ist gleich Feierabend und es ist gleich Mittag. Oh nö, hier sind ja. Hä? Wieso sind denn hier auch noch so viele Reihen übrig? Genau die gleiche Anzahl an Reihen übrig wie auf 45. Aber da beide Missionen noch nicht bei 100 sind, werden wir das am Donnerstag abschließen, ne? Nö. Warum? Und dann ist es, ja, müssen wir auf jeden Fall die Rotana haben wir jetzt ja schon weg am Hof. Dann muss er nach dem Pöttinger, nachdem wir mit dem Heu fertig sind, hier nochmal rüberkommen und nochmal wieder 1,50er wickeln. Das nützt ja nix. Ich spiele auf meiner Map. Bin auf Marsch, vierfach, steht sogar im Titel, glaube ich. Schicken wir zu BGR Süd, weil ich glaube, das war von hier das Ziel. BGR Süd. Anlieferung Ballen. Mal nochmal kurz rein ins Menü. Eine Mission. 48 sollte BGR Süd, genau. Oh ne, Feld 40 mit Ballenpressen ist auch nochmal reingekommen, ne? Mit nochmal Heu. So, unser Flug dürfte angekommen sein auf dem Feld. Jetzt fahren wir einmal rundherum und dann gucken wir, was Neues passiert. Muss auch nicht unbedingt. Oh, Mist. Dachte, ich hätte auch Feldbegrenzung aktiviert. Muss ich hier mal kurz nochmal mit ein bisschen Landschaftsbau wieder kaschieren, ne?
Malen, malen und dann ein bisschen Erde einfach hinmalen und gut. Könnte ich auch sagen, weil bei den Grasfeldern bei einigen sind diese Kanten ja so ausgefranst. Dass es da tatsächlich helfen könnte, das jetzt noch einmal sauber rundherum zu pflügen. Und hier würde ich jetzt wieder ausmachen, fertig. Konzentrationsarbeit. Viel zu nah dran am Bäumen. Wahrscheinlich müssen wir da auch nochmal den einen oder anderen wegfräsen und dafür einen anderen setzen. Danke für den Follow, moin moin. Deswegen machen wir auch erst Folgewände und dann macht man den Helfer rein am besten. Ja, weil da kein Folgewände war. Die wenden halt so, dass sie nicht im Graben landen. Die Reihe ziehe ich jetzt hundertprozentig gerade mit dem. Nips, und dann. Ich glaube euch das, also ich würde das auch normalerweise als ein Feld erkennen. Wenn man das bei mir jetzt nicht möchte, weiß man noch nicht so genau. Und hier müssen wir noch ein bisschen wieder unter den Bäumen malen. Das sieht ein bisschen komisch aus, das ist alles durch das BGA-Gelände halt so zu dem Boden geworden. Auf dem Feld soll danach Mais angepflanzt werden. Eigentlich soll das so ein doppelbelegtes Feld werden. Es kommt Mais im Frühjahr drauf, das wir im Herbst ernten. Dann kommt direkt wieder Gras drauf, was wir im Frühjahr ernten. Und nach der ersten Grasernte kommt wieder Mais drauf. Also eigentlich so ein, ne, so ein Feld, was man hier doppelt nutzt. Weil wir dann doch auch irgendwann ein bisschen zu wenig Hektar haben zur Auswahl, zur Verfügung.
bin ja für Klee anstelle von Gras. Kleegras. Also, ja, Vermehrungsgras. Kann man schon dreschen im April wahrscheinlich oder im Mai. Ja, wo Mai, gut, im Mai kann man auch noch Mais anpflanzen, aber das geht auf Dauer dann nicht gut. Ich mache vielleicht nur den ersten Grasschnitt noch hier runter und dann muss man schon auf Mais gehen, weil es dann zu spät wird. So, hier machen wir jetzt auch nochmal 90 Grad exakt. Hoffen, dass die Bäume da hätten, wenn es fransen einige Bäume aus, ne? Fransen, die sind ein bisschen weit, stehen ein bisschen weit im Feld. Mit Cosplay gut aus? Nee. Aber die Zuschauer hier kennen sich teilweise gut aus mit Cosplay. Schwarmwissen nennt sich das so schön. Ne? Jeder weiß ein bisschen was. Also die Birke, die ist definitiv zu weit draußen, aber die können wir auch wegfräsen. Weil wir die Fräse schon weggeschickt haben. Aber guck mal, geht gerade so, ne? Guck mal, die Reihe Bäume ist auch echt ein bisschen ungerade geworden wohl. Na, wir brauchen hier immer ein bisschen Hackschnitzel. Jeder zweite Baum hier kommt weg. Oder Schwammunwissenheit. Ja, von allen ein bisschen wird. Die Eiche ist auch definitiv so weit drin. Die ist sogar so weit drin, dass der Flug hängen bleibt. So, also die Reihe hier haben wir schon gemacht, dann würde ich jetzt nicht nochmal fliegen. Mal gucken, was passiert jetzt, wenn wir hier raufgehen. Das wird heute nichts mehr mit unserem Feld hier. Jetzt die Mitte noch mal weiter ausflügen. Ansonsten mache ich gleich auf 0,5 und lasse einfach noch einen Standardhelfer hier weiterflügen. Das müssen wir jetzt ja nicht die ganze Zeit machen. Ihr habt das doch auch nicht so weit zusammengeflügt, oder wie habt ihr das gemacht? Oder seid ihr da hinten noch runter rumgeflügt? Wo selbst jetzt müsst ihr theoretisch doch eigentlich das Feld dann gleich ein bisschen breiter erkennen, je nachdem auf welchem Feld man dann ist. Gut, also Recognize nochmal richtig verstanden. Also das muss ich jetzt nicht testen mit dem Animals-Eintrag. Dann ist im Anhänger wieder nichts drin, oder wie war das jetzt? Ja. Ich verstehe es nicht, warum es nicht geht. So, muss ich Cosplay einmal rausnehmen und dann wieder reintun? Oh, ist auch alles, also irgendwie ist das alles komisch. Recognize, teste lieber deine Version, die funktioniert bei dir. Und nochmal mit jemand anderes.
Mein Spielverhalten ist irgendwie komisch. Spiel verhält sich irgendwie komisch. Zeit. Mittag, Mahlzeit. Ja, wer weiß, vielleicht ist auch wieder irgendein anderer Mod oder so, ne? Irgendein Mod ist dann schuld. Also hier gebe ich jetzt auf, das hätte er schon längst erkennen müssen. Das muss irgendwas anderes sein, warum es nicht erkennt. Macht keinen Sinn. Habe schon so viel hier weggeflüchtet zwischen den beiden Feldern. Was passiert eigentlich, wenn ich das verkaufe und dann wieder kaufe? Auch nichts, ne? Ja. Nö, nö. Also wie gesagt, wenn jemand eine Ahnung hat, was, wie, wo auch immer. Was geht denn eigentlich? Ich habe jetzt gespeichert, also im Zweifel ist eh zu Ende für heute. Macht KI denn irgendwas Schönes draus? Ne, es bleibt erstmal so, ne? Erstmal bleibt es in dem Zustand. Du hast doch bestimmt die Splines bei deiner Anpassung verändert. Was für Splines? Ich habe nichts verändert. Ich mache so wie immer. Bin reingegangen und jetzt erkennt er normalerweise ein neues Feld. Warum er jetzt kein neues Feld erkennt, mehr weiß ich nicht. Das muss er auch wieder mit entweder irgendwas mit irgendeinem Update zusammen, irgendeinem Einstellungsknopf, der jetzt falsch ist, oder ein Mod-Konflikt. Ne? Viel mehr Möglichkeiten bleiben ja langsam nicht mehr. Das andere macht keinen Sinn. Ja, das ist auch immer, genau. Frage nochmal, ob ich den Computer schon mal runtergefahren habe und schon mal hochgefahren habe. Danke für den Hilfeversuch, aber das haben wir tatsächlich schon zweimal versucht heute. Wir sind jetzt auch ein bisschen über der Zeit in der Folge, weil das jetzt eigentlich noch ein Versuch war, das irgendwie zu schaffen. Aber keine Ahnung. Can join to use the game? No, thank you. Hello. Es war eine Wiese und das ist eben an das N60er Johnny. Wie gesagt, also fast alle haben es geschafft, das Feld zusammenzulegen. Kannst du so pauschal ja nicht sagen. Das stimmt ja nicht. Normalerweise ist es auch kein Problem. Also, ne, wir können ja nochmal Umfrage machen, wer hat es geschafft, die Felder zusammenzulegen. Ganz normal, man hat sie zusammengepflügt und es war ein Feld. Ohne hier 3 Meter 5 Bahnen zu flügen und nochmal rundherum zu flügen und alles zu flügen. Glaube ich nicht. Such mal neue Kurse erstellen. Ja, aber wie? Hier, neue Kurse erstellen. Ne? Und dann generiert er mir nur auf diesem Stück ein Feld. Also wie gesagt, ich mache das jetzt abseits der Kameras, Felder erstellen zulassen, ist aus. Dann flügt er jetzt einfach hier noch ein paar Bahnen und beim nächsten Mal sehen wir ja, was passiert. Keine Ahnung. Standardhelfer erkennt ja das als Ganzes. Display will immer, will halt weiter die alte Grenze behalten.
Nur eins für keine Probleme. Nur den Weg zwischen 60 und 61 gepflügt mit Felderstellung zulassen. Das habe ich ja auch gemacht. Und dann hätte ich auch gedacht, er erkennt das, aber das erkennt er jetzt eben nicht. Aber dann, normalerweise geht das 60er Johnny. Also liegt nicht an der Wiese. Das ist egal, ob es eine Wiese ist oder, ne, glaube ich nicht. Ist auch keiner, glaube ich, ganz neu rundherum überall gefahren. Von daher kriegen wir die Rätsellösung heute nicht raus. Keine Ahnung, mein Spiel ist kaputt. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wünsche euch noch einen schönen Dienstag bis heute Abend. Denn heute Abend ist noch wieder Medieval Dynasty. Heute Abend machen wir wieder Landwirtschaft im Mittelalter. Also wer Lust hat, vielleicht bis heute Abend. Ansonsten bis demnächst. Und schönen Tag euch noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.